Guten Tag, mein Name ist Maria Schlechter. Ich komme vom Institut für Soziologie und verfasse dort meine Dissertation. In meiner Dissertation ist das Thema Schule, aber nicht die Bildungsfunktion von Schule, sondern Schulen als Kommunikationszeiträume. Also das heißt als Orte und Zeiten, wo Jugendliche zusammenkommen, kommunikativ miteinander handeln und sich vergemeinschaften, also das heißt Freundschaften ausbilden und auch Konflikte austragen. Und dabei spielen Medientechnologien eine besonders wichtige Rolle. Und mein Zugang ist ein ethnografischer, das heißt, ich passe meine Methoden flexibel an das Feld an. Also es sind vorrangig qualitative Methoden, aber ein zentraler Punkt dabei ist die teilnehmende Beobachtung, also das heißt, das Dabeisein, wenn Kommunikation passiert. Und deswegen stellen sich in diesem Zusammenhang für mich jetzt einige spezielle Fragen, die mein Forschungsprojekt betreffen und die mit Forschungsethik oder rechtlichen Fragen zu tun haben. Der erste Punkt ist der, dass es Jugendliche sind, die zwischen 13 und 16 Jahren alt sind. Und da stellt sich die Frage, inwiefern diese Altersgruppe einen Informed Consent abgeben kann. Ich habe das dann so gemacht, dass ich die Eltern um Zustimmung gefragt habe, weil sie, glaube ich, rechtlich auch dafür zuständig sind. Die andere Frage war dann, können, dürfen, sollen Eltern eigentlich entscheiden, ob ihre Kinder bei der Forschung teilnehmen müssen, dürfen? Und inwiefern kann man die Kinder oder Jugendlichen da auch mit einbeziehen? Also ich glaube, bei der Einwilligung muss man immer zwischen den rechtlichen Erfordernissen unterscheiden und den ethischen Prinzipien sozusagen, die da darunter liegen. Und das, die wichtigsten oder eines der wichtigsten ethischen Prinzipien, die uns überhaupt dazu bringen, Informed Consent einzuholen, ist die Autonomie der Personen und die Würde der Personen. Das sind jetzt zwei eigentlich. Also die Autonomie und die Würde von Personen bedeutet, dass man mit ihnen in eine Beziehung eintritt, ihnen erzählt, was man selbst tut und sie fragt, ob das in Ordnung ist und ihnen auch sagt, was man aus der eigenen Sicht die Vor- und Nachteile der Teilnahme sind. Mhm. Das ist sozusagen der ethische Unterbau. Mhm. Das bedeutet, dass man, also und auf diesem ethischen Unterbau stehen dann die rechtlichen Erfordernisse und in Ländern, in denen es also festgelegt ist, dass Menschen ab 18 volljährig sind und ab 18 sozusagen voll einwilligungsfähig bzw. voll geschäftsfähig sind, müsste man natürlich, also es ist ein rechtliches Erfordernis, die Einwilligung der Erziehungsberechtigten einholen. Mhm. Aber damit ist es, also oft denken Menschen, dass es damit eigentlich getan ist und rechtlich ist es damit oft getan. Die ethische Best Practice sozusagen ist gerade bei nicht volljährigen Menschen, die aber schon eigentlich nahe daran sind, also zwischen 13 und 16, die verstehen Dinge, die können natürlich kommunizieren und ihre Wünsche artikulieren, dass man hier von diesen Menschen einen sogenannten Assent einholt. Das heißt, man macht diesen gleichen Einwilligungsprozess mit diesen Menschen, die nicht rechtlich wirksam Informed Consent abgeben können, aber man macht eigentlich genau das Gleiche. Und wenn jetzt zum Beispiel die erziehungsberechtigte Mutter eingewilligt hat und das 16-jährige Kind jetzt im rechtlichen Sinne, also die 16-jährige Jugendliche sagt, ich möchte das nicht, dann macht man selbstverständlich nicht. Mhm. Also es geht immer um die Frage, wie kann ich die Würde dieser Menschen wahren und stützen. Deswegen ist ja auch zum Beispiel verdeckte Beobachtung ethisch sehr problematisch. Also wenn man Leute, Täuschung ist ethisch problematisch. Also wie kann man die Würde und auch die Autonomie von Menschen schützen, egal wie alt sie sind, egal ob sie einwilligungsfähig sind oder nicht. Und darüber gibt es den rechtlichen Oberbau, der auch schaut, dass das sozusagen unter Einhaltung aller Schutznormen, die Rechtsordnung uns vorgibt, passiert. Okay. Also das heißt, wenn es dann mehr um die Würde geht als um die rechtlichen Prinzipien, ist dann die Form wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Ich habe den Jugendlichen ein Formular gegeben, wo drauf gestanden ist, was die Ziele meiner Forschung sind und habe versucht, die Information so einfach zu formulieren wie möglich. Für manche, gerade die jüngere Gruppe, war das aber völlig unüblich, irgendwie so ein Formular auszufüllen, mhm, überhaupt. Und die konnten mit diesem Format relativ wenig anfangen. Mhm. Das heißt, ich habe dann ihnen das auch mündlich erklärt, was ich da genau mache und was meine Ziele sind.
Aber heißt das, das wäre dann auch aus ethischer Sicht, wenn es um die Würde der Menschen geht, quasi nicht so wichtig, ob das jetzt ein Formular ist oder ob das mündlich ist? Also generell sind die rechtlichen und ethischen Pflichten, Normen, beide wichtig. Mhm. Aber wenn man jetzt die rechtlichen Erfordernisse erfüllt hat, durch die Einwilligung der Eltern zum Beispiel, dann geht es hauptsächlich eben um die ethischen, genauso wie Sie gesagt haben, um die ethischen Prinzipien. Und hier geht es dann, wenn man die Würde und die Autonomie wahren möchte, insbesondere darum, dass es verständlich ist. Mhm. Und das hängt total davon ab, mit welcher Gruppe man arbeitet, wie Sie sagen. Also das könnten jetzt Menschen sein, mit denen man das am besten mit einem Gegenstand macht. Sehr häufig werden Filme verwendet, Kurzfilme, manchmal auch nur wenige Sekunden. Fotos, dass man sagt, mhm, das mache ich dann mit den Erkenntnissen, die ich hier gewinne. Ich lerne hier, was du tust, und damit kann ich dann sozusagen in der Forschung das und das erreichen. Also die Form ist offen. Formulare sind für manche Menschen gut, auch wenn man sie dann sozusagen nicht für dumm verkauft. Also wenn man jetzt jemandem einen Kurzfilm auf TikTok zeigt, kann das ja auch beleidigend sein, wenn die anderen dann ein Formular ausfüllen. Es muss passen sozusagen, und das weiß man am besten, wenn man das Feld kennt. Mhm. Okay, das ist sehr gut. Dann die zweite Frage wäre jetzt, ich weiß nicht, ob die Frage so spannend ist, aber... mein zweiter Problembereich war quasi, dass ich ja Forschung in der Schule gemacht habe. Und da geht es dann nicht nur darum, ob die Eltern zustimmen und ob die Jugendlichen zustimmen, sondern auch darum, ob die Schule zustimmt. Und da gibt es dann auch wieder ganz spezielle Vorschriften, die sich aber auch im Laufe meiner Forschung sogar geändert haben, wie da, also wer da zustimmungsbefugt ist. Genau, das war auch noch ein Problembereich oder eine Schwierigkeit eigentlich, weil ich am Anfang habe ich zuerst die Schule gefragt, dann habe ich die Eltern gefragt, und dann war eben die Frage, was ist eigentlich jetzt mit den Jugendlichen, mit denen ich ja eigentlich die Forschung machen soll. Ich würde aber sagen, das ist der richtige Ablauf in dem Fall. Also die Schule ist ja dann ein sogenannter Gatekeeper, also die müsste man als allererstes informieren und die Einwilligung der Schulleitung einholen, dass man überhaupt die Eltern und die Kinder dann, die Jugendlichen, kontaktieren darf. Mhm. Also das ist ein relativ, also wie Sie gesagt haben, langweilig. In dem Sinn, da gibt es einfach klare Regeln, was man da einhalten muss, wen man informiert, wie man sie informiert. Und das ist natürlich in jedem Kontext anders. Je nach der Institution, mit der man arbeitet, ist es ein Kaffeehaus, eine Baufirma oder eine Schule oder ein Krankenhaus. Und worum bitte ich sie dann sozusagen auch genau? Ja? Okay. Mhm. Was sich dann auch noch ergeben hat bei meiner Forschung, war, dass ich ja, wie gesagt, eben teilnehmende Beobachtung durchgeführt habe. Und was ich besonders spannend gefunden habe oder hätte, wäre eben auch Teilnehmer zu beobachten auf Social-Media-Plattformen unter Verwendung von gewissen Apps zur Kommunikation. Also das heißt, dass ich selber mit den Jugendlichen auch über Smartphones irgendwie kommuniziere. Das hat natürlich verschiedene Schwierigkeiten gehabt, also Schwierigkeiten des Zugangs, mhm, weil man dadurch, wenn ich jetzt mit Instagram, also wenn ich mit jemandem über Instagram kommunizieren möchte, dann muss ich ja zuerst dieser Person folgen, diese Person muss mir folgen. Also das heißt, da ist schon eine gewisse Art der Zustimmung überhaupt vorhanden. Ja. Was ich mich dann gefragt habe, war, datenschutzrechtlich werden ja auf diesen Plattformen auch ganz viele Daten gesammelt. Und muss ich dann eigentlich die Jugendlichen darüber informieren, dass auf diesen Plattformen Daten gesammelt werden, wenn sie diese Plattformen sowieso jeden Tag verwenden und ich sie halt auch mit ihnen verwende? Oder ist das generell unethisch oder rechtlich nicht korrekt, mit Jugendlichen über diese Plattformen zu interagieren? Also wenn wir uns jetzt auf die ethischen Aspekte konzentrieren, dann ist das Maß immer, welchen zusätzlichen Risiken die Menschen ausgesetzt sind durch die Teilnahme in der Forschung. Zusätzliche. Also okay, wenn ich jetzt einen ganz, ganz riskanten, gefährlichen Beruf habe, ich bin zum Beispiel, was ist denn ein gefährlicher Beruf? Ich denke jetzt an das Fliegen. Genau, ich bin Autorennfahrerin, okay? Mhm. Ich bin Autorennfahrerin und Sie machen jetzt mit mir Forschung und fahren mit.
Da gibt es natürlich jetzt ethische, also teilnehmende Beobachtungen in dem Sinn, dass sie jetzt mit mir im Cockpit sitzen. Es wirft ethische Probleme auf, weil es ja sie Risiken aussetzt. Aber da müssen Sie mich jetzt nicht aufklären darüber, dass mein Beruf riskant ist und gefährlich. Mhm. Sondern es geht darum, setzen Sie mich einem zusätzlichen Risiko aus. Wenn Sie jetzt sagten, okay, meine teilnehmende Beobachtung schließt es ein, dass ich mit Ihnen im Cockpit sitze und während Sie fahren, schauen wir uns Filme an über bestimmte Produkte und Sie tippen dann auf Ja oder Nein. Dann würde mich das natürlich einem, also es ist jetzt ein bizarres Beispiel, um die Prinzipien zu illustrieren, dann würde mich das natürlich einem wahnsinnigen höheren Risiko aussetzen. Ja, das würde auch durch keine Ethikkommission gehen natürlich, dieses ganze Projekt. Aber es geht darum, welche zusätzlichen Risiken Menschen ausgesetzt sind. Das heißt, wenn Menschen jetzt eine WhatsApp-Gruppe verwenden oder in irgendeiner anderen Chatgruppe, wo man weiß, dass es Gefahren gibt, aufgrund von Daten, aber auch von Creeps, die sich da aufhalten, dann könnte es schon geboten sein, vielleicht auch in der Nachaufklärung die Leute darauf hinzuweisen. Aber sie müssen nicht die Leute wenn es sich um keine illegalen Praktiken handelt, über die Gefahren dieser Praktiken aufklären. Sie müssen nur sie darüber aufklären, welche zusätzlichen Risiken es gibt durch ihre Studie. Okay. Und in dem Fall glaube ich, dass die Hauptrisiken darin bestehen, für die Jugendlichen, dass da jemand mitschaut, der dann vielleicht, wenn ich irgendwas Arges sage, jemandem davon erzählt. Ja. Also das müsste man dann sozusagen... Das können sich die Jugendlichen eh selbst denken, aber das wäre sicher ein zusätzliches Risiko. Ein zusätzliches Datensicherheitsrisiko durch ihre Mitnutzung im engeren Sinne, also ein zusätzliches Datenschutzrisiko im engeren Sinne durch ihre Mitnutzung sehe ich hier nicht. Okay. Aber der Punkt ist, also die Hauptbotschaft, man muss immer darauf abstellen, welche zusätzlichen Risiken bringt meine Studie für die Menschen. Das ist der Punkt, wo ich ganz genau hinschauen muss und wo ich aufklären muss und wo ich Risiken reduzieren muss. Okay, also das heißt, wenn ich jetzt die Jugendlichen dazu auffordern würde, speziell eine App herunterzuladen für meine Forschung, dann wäre das schon ein zusätzliches Risiko. Ja. Wahrscheinlich, ansonsten ist einfach nur das zusätzliche Risiko, dass ich halt anwesend bin und meine Pflicht wahrscheinlich dann als Forscherin, die Jugendlichen darüber aufzuklären, dass ich dann darüber Bescheid weiß, was sie mir sagen, aber dass ich auch das gewissen Personen nicht erzählen werde. Genau. Also wenn Sie sich jetzt eine App runterladen müssen, dann würde es natürlich davon abhängen, welche Art von App das ist. Ja, wenn das ein App ist, das keine kommerziellen Ziele hat, dass die Daten nicht weiterverkauft, dass alle möglichen Zertifizierungen hat, dann ist das wahrscheinlich akzeptabel, wenn Sie jetzt, ich würde schon sagen, sogar bei TikTok, ja, wäre das zum Beispiel jetzt problematisch, wenn Sie es nicht eh schon runtergeladen haben. Ja, weil die meisten Apps greifen ja dann auch auf die Kamera zu und greifen auf verschiedene Daten, die auf dem Telefon sind, auch zu. Und ich meine, was dann genau damit passiert, ist oft relativ undurchsichtig oder man müsste sich dann schon sehr intensiv damit auseinandersetzen, was passiert wirklich mit diesen Daten. Ja, und dann eine weitere Frage, die sich daraus ergibt, die sich mir gestellt hat, ist, was mache ich zum Beispiel mit Bildern, die mir zur Verfügung stehen, zum Beispiel wenn ich von Jugendlichen einen Snap zugesendet bekomme, wo entweder sie selber abgebildet sind oder sie selber verfremdet abgebildet sind, weil sie einen Filter oder eine Linse oder so benutzen, oder wenn ich einfach einen Snap verwende, den sie einfach nur erstellt haben. Muss ich dann, wenn ich das zum Beispiel veröffentlichen möchte in einer Publikation, weil ich da eine spezielle Analyse damit gemacht habe, gehe ich mal davon aus, wenn Sie selber abgebildet sind, muss ich Sie um Zustimmung fragen, explizit auch, ob Sie damit einverstanden sind, dass dieses Bild von Ihnen veröffentlicht wird. Und auf jeden Fall auch die Eltern in dem Fall, also die Erziehungsberechtigten. Und also da würde man aus ethischer Perspektive sagen, dass unter Umständen gerade bei Jugendlichen davon abzusehen ist, identifizierbare Bilder überhaupt zu veröffentlichen. Okay. Also wenn sie nicht identifizierbar sind, dann glaube ich, ist das Problem. Also da kommen wir, rechtlich müssen wir uns natürlich fragen, ab wann sind es dann noch persönliche Daten oder nicht mehr? Das gilt ja auch bei Bilddaten. Und ethisch müsste man sich überlegen, setzt man die Personenrisiken aus, wenn man diese Bilder veröffentlicht?
Okay. Und also Sie meinen auch einzelne ausgewählte Bilder, wo ich eine bestimmte Art Analyse gemacht habe, davon ist eher abzusehen bei der Gruppe der Jugendlichen. Wenn man die Menschen darauf erkennen kann, ja, mhm. ist eher davon abzusehen, ja. Okay. Das ist was anderes bei, also es kommt wieder auf die Gruppe an. Wenn Sie jetzt Interviews machen mit Professorinnen an der Uni Wien, ja, dann könnte man sagen, dann muss man es nicht unbedingt unkenntlich machen, weil wer jetzt die Professorinnen an der Uni Wien sind, ist jeder Person zugänglich, indem sie die Website der Uni Wien anschaut. Und man ist, glaube ich, erfahren genug mit der Öffentlichkeit, dass man die Risiken selbst abschätzen kann. Und da kann es sogar vielleicht für eine Person bevormundend sein, wenn sie sagen, nein, nein, sie dürfen auf keinen Fall zu erkennen sein, ich werde sie verfälschen. Mhm. Also da könnte das sogar, und das gibt es auch in der Anthropologie, dass es sehr starke Stimmen gibt, die sagen, manchmal ist es wichtig, die Menschen nicht zu anonymisieren, die Daten in dem Fall, mhm. weil man ihnen dadurch auch die Stimme nimmt. Also es gibt da keine generelle Regel, es ist immer spezifisch. Deswegen geht es immer darum, dass man sich überlegt, welche Normen, welche Ziele und Werte liegen einem Regelwerk zugrunde. Und wenn das Regelwerk dann auf einen anderen Kontext angewendet wird, wenn man die zugrunde liegenden Prinzipien nicht kennt, kann man sehr schwer beurteilen, was wichtig ist. Mhm. Okay, das führt auch schon ein bisschen zu der letzten Frage, die ich habe, die Sie vorher auch schon angesprochen haben, wegen dem Urheberrecht. Ich habe mich dann auch gefragt, wenn Jugendliche zum Beispiel selber irgendein besonders schönes Foto oder so erstellen und ich das jetzt veröffentlichen möchte, weil ich das irgendwie speziell analysiert habe, müsste ich dann eigentlich den Namen der Jugendlichen nennen, um ihnen quasi Credits dafür zu geben, dass sie dieses Foto erstellt haben oder würde man dann eher sagen, man muss sie anonymisieren oder man darf es gar nicht veröffentlichen, weil das ist eigentlich das Werk quasi von diesen Jugendlichen? Also da würde ich mich auf jeden Fall rechtlich beraten lassen. Da möchte ich jetzt sozusagen keine Empfehlung oder keine Auskunft geben. Ich kann nur sagen, welche Prinzipien hier wichtig sind. Es geht darum, also welche Art von Darstellung handelt es sich, wenn das ein Mandala ist und die Person, die das gemacht hat, stolz drauf ist, könnte es durchaus geboten sein, dann mit den Erziehungsberechtigten zu sprechen und mit der Person und sich zu überlegen, wo veröffentliche ich das, wenn es jetzt auf einem Blog ist zum Beispiel, kann das durchaus sogar geboten sein, die Person dann, also der Person den Credit zu geben. Mhm. Ja, auch wenn die zustimmen würde, dass sie das anonym, ohne Namensnennung veröffentlichen, dann könnte es trotzdem besser sein, den Namen dazu zu schreiben. Wenn es sich um ein Foto handelt, das in irgendeiner Weise erniedrigend sein könnte, gegen die Person verwendet sein könnte, auch wenn es künstlerisch verändert wurde, dann würde ich auf Nummer sicher gehen und würde das wahrscheinlich gar nicht veröffentlichen oder anonymisiert. Natürlich muss das immer mit den betroffenen Personen und nicht nur mit den Erziehungsberechtigten oder nicht nur mit den Jugendlichen, sondern mit allen besprochen werden, immer wenn es um Veröffentlichungen geht. Mhm. Okay, ja, vielen Dank, da habe ich einiges gelernt. Danke auch.